Okay, schönen Nachmittags allerseits. Willkommen zurück zur nächsten Lektion in Image Processing and Computer Vision. Heute wollen wir Image Processing mit Deep Learning anschauen. Das heißt, das Thema, das wir letzte Woche schon begonnen haben, Image Klassifizierung, also herauszufinden, was auf einem Bild zu sehen ist, das möchten wir nun mit Deep Learning lösen können. In der letzten Stunde hatte ich etwas Probleme mit dem Mikrofon, also bitte teilen Sie mir mit, falls irgendwas mit dem Mikrofon nicht gut funktioniert, am besten vielleicht gerade auf den YouTube-Chat. Also, Thema heute, bevor wir uns etwas genauer damit befassen, wie dann das solch ein Deep Learning für Image Classification aussieht, wollen wir uns doch ein paar Challenges ansehen. Das heißt, das sind verschiedene Datensätze, die verwendet wurden, um herauszufinden, wie gut solche Image-Klassifizierung funktioniert. Und da gibt es dann auch Resultate von verschiedenen Methoden, die darauf dann verschiedene Verfahren da angewendet haben. Und vielleicht da zum Deep Learning, das ist, denke ich, heute können wir noch so eine kurze Einführung machen, wie das ungefähr aussieht, speziell für Image Classification. Falls Sie sonst mehr über Deep Learning wissen möchten, gibt es noch die Vorlesung Deep Learning for Games, die dann jeweils im Herbst stattfindet. Also schauen wir uns nun mal so verschiedene Challenges an. Der eine ist das sogenannte Pascal Visual Object Classes Challenge, das war einer der frühesten Challenges mit nicht so vielen Klassen. Was war die Aufgabenstellung dafür? Nun, man musste herausfinden, was auf einem Bild zu sehen ist, das heißt, welches Objekt von welcher Klasse dort sichtbar ist. Das nennt sich Classification. Detection wäre dann, wo ich da vielleicht verschiedene Objekte im Bild finde und wo sie dann zu sehen sind und zu welcher Klasse das ich die gehöre. Und Segmentierung wäre dann wirklich auf Pixel-Level, was welche Pixel gehört da zu welcher Klasse. Ich denke, haben wir das auch letzte Woche schon mal kurz angeschaut. Zusätzlich haben sie da noch zwei weitere Challenges definiert. Das eine ist die Action Classification, das heißt, man möchte herausfinden, was auf einem Bild passiert. Und das zweite ist Person Layout, einfach herauszufinden, wenn eine Person zu sehen sind, wo sind dann Hände, Füße und so weiter. Die Klassen waren da für diesen Challenge noch einigermaßen beschränkt, sage ich mal, nur 20 verschiedene Klassen, einige Fahrzeuge, einige Gegenstände, einige Tiere und dann noch Personen. Insgesamt standen etwa 11.000 Objekte zur Verfügung, die teilweise dann noch mehr als ein Objekt beinhaltet, also insgesamt dann 27.000 Objekte dort. Hier ein paar Beispiele vom Datensatz, zum Beispiel Stühle, die können natürlich ganz unterschiedlich aussehen, oder auch ein Velo kann doch auch ziemlich unterschiedlich aussehen, ob es da seitwärts oder von vorne vielleicht zu sehen ist. Also ganze sicher nicht ganz einfach. Das haben Sie jetzt mal schon gesehen, das heißt, das sind dann die zusätzlichen Aufgaben zur Segmentierung, wenn ich dann auch herausfinden möchte, welche Pixel da zu welcher Klasse gehören. Das heißt, da zum Beispiel die Klasse Stühle, welche Pixel sind zur Klasse Stühle? Oder Objektsegmentierung wäre dann, ich möchte herausfinden, welche verschiedenen Stühle das es da sind und welche Pixel zu jedem einzelnen Stuhl da gehört. Action Examples ist die Idee, dass ich ein Bild habe und ich kann beschreiben, was auf dem Bild passiert. Also da zum Beispiel ein Reiter oder ein Spieler, der rennt oder eine Person, die einen Computer hier benutzt. Person Layout tönt eigentlich relativ einfach, aber Personen können da in den unterschiedlichen Posen zu sehen sein. Also da ist vielleicht nicht immer ganz klar, dass man
Der Fuß, wo man normalerweise wahrscheinlich zu unterst im Bild erwarten würde, ist dann vielleicht nicht immer da und dann ist es doch nicht so einfach, das zu erkennen. Okay, wir schauen uns schon mal ein paar Ergebnisse an, was man da erreichen kann auf diesen Daten. Und zwar das erste Ergebnis ist aus dem Jahre 2012, glaube ich. Also schon eine Weile her und mit diesem Setup, den wir das letzte Mal auch für die Übung gebraucht haben, nämlich eine Support-Vektormaschine und als Feature diese Hock-Features, Histogram of Gradients, und diese wurden dann angewendet auf das Bild, Input dann für die Support-Vektormaschine trainiert und das sind die Ergebnisse, die da herauskommen. Hier haben wir die Average Precision, das heißt, und ich habe es auch gerade sortiert hier nach der Average Precision, das heißt, wir haben hier vorne die, sage ich mal, einfacheren Klassen, das heißt, Personen oder Flugzeuge zum Beispiel wurden besser erkannt als zum Beispiel Flasche oder Topfpflanze war hier das letzte. Dann als Vergleich, wir werden das dann auch bei den anderen Challenges sehen, eines der neuesten Ergebnisse von diesem Februar, wo ein Convolutional Neural Network eben nun gebraucht wurde, um das auch zu klassifizieren in Rot. Und man sieht, hier ist das Ergebnis schon bedeutend besser für sogar für jede Klasse und besonders auch bei den schlechteren Klassen wurde dadurch das Netzwerk recht viel aufgeholt. Das war mal ein erster Challenge mit 20 Klassen. Die Leute haben sich dann aber nicht einfacher gemacht, sondern komplizierter. Ein weiterer weit verbreiteter Challenge und ein Datensatz, der auch häufig verwendet wird zum Trainieren, ist der ImageNet Challenge. Dort habe ich nun nicht mehr nur ein paar tausend Bilder, sondern ich habe ein paar Millionen Bilder und zwar etwa 14 Millionen Bilder und die sind organisiert in einer sogenannten WordNet-Hierarchie. Das heißt, WordNet-Hierarchie ist eine Hierarchie von Wörtern, wo jeweils Synonyme zusammengehören. Das heißt, wenn ich da zwei Worte für eigentlich das gleiche Konstrukt habe, dann gehören die dann auch entsprechend zusammen. Das heißt, insgesamt habe ich dann da vielleicht 21.000 verschiedene von diesen Wörtern und dementsprechend auch Klassen. Auf dem eigentlichen ImageNet Challenge wurden dann nur 1000 von diesen 21.000 CNets verwendet. Üblicherweise, also im ersten Challenge, gibt es nur ein Label pro Bild und üblicherweise wird dann angeschaut Top 1 und Top 5 Fehler. Das heißt, habe ich das richtige Objekt gefunden oder ich darf fünf Antworten geben und es wird dann die richtige Antwort muss dann eine von diesen fünf sein. Das ist dann doch etwas einfacher. Hier ein Beispiel aus dieser WordNet-Hierarchie. Das heißt, es ist wirklich eine Hierarchie. Da kann ich da durch die Begriffe hindurchgehen. Habe dann da vielleicht irgendwo Pflanzen, spezielle Pflanzen, dann Kräuter und dann innerhalb von den Kräutern nun eben verschiedene Kräuter mit verschiedenen Wörtern, die aber das gleiche aussagen. Zum Beispiel Buttercup oder Butterflower ist dann eben das gleiche. Und hier noch eine grafische Darstellung dann von den Bildern in dieser Kategorie dann. Also komplizierter, zum Beispiel im Pascal Challenge gibt es einfach eine Klasse Vogel. Und da gibt es nun verschiedene Klassen, zum Beispiel eben Hühner, Flamingo und so weiter. Und die sind dann doch schon viel schwieriger zu unterscheiden. Oder sogar statt einer Klasse Katze, dann verschiedene Katzenarten oder verschiedene Hunderassen hier. Zum Beispiel diese beiden Bilder hier, das ist nicht die gleiche Klasse. Und ich denke so. Eine normale Person, die sich mit Hunderassen jetzt nicht speziell gut auskennt, würde da nicht sehen, dass es sich da um verschiedene Klassen handelt.
Also kann rein ziemlich schwierig sein. Das heißt, wenn das nachher auch sehen, die Performance eines Menschen, um diese Objekte zu klassifizieren, ist bei einer Fehlerrate von etwa 5%. Auch hier haben sie da verschiedene Challenges durchgeführt. Die bekannteste ist die Image Classification Challenge, wo es auch wieder darum ging, einem Bild eine einzelne Klasse zuzuordnen. Andere Challenges sind dann Detektion von mehreren Objekten und sie zu finden, Object Detection hier oder das Ganze dann auch zum Beispiel auf Videostreams zu machen. Insgesamt eben verwendet für die Challenges werden da 1000 verschiedene Klassen. Wie waren da so die Ergebnisse? Bis 2012 etwa waren die besten Methoden, diejenigen Methoden, die wir das letzte Mal angeschaut haben, Support-Vektormaschinen auf verschiedenen Features, zum Beispiel die Hook-Features oder Sift-Features. Und ab 2012 waren jeweils sogenannte Deep Convolutional Neural Networks die besseren Verfahren. Und da werden wir dann nachher anschauen, was sind Deep Convolutional Neural Networks. Dann noch kurz ein weiterer Challenge-Datensatz, der in letzter Zeit auch häufig Verbreitung gefunden hat von Microsoft, der COCO-Datensatz Common Objects in Context. Der ist mehr darauf ausgelegt, die Objekte wirklich zu segmentieren. Das heißt, sie haben da pixelweise Segmentierung und sie haben auch mehrere Objekte dann sichtbar in einem Bild. Aber häufig wird dieser Datensatz auch verwendet, um dann Netzwerke zum Beispiel zu trainieren, Features zu erkennen. Okay, also was waren nun diese Verfahren, die diesen Challenge gewonnen haben? Das erste, das ist nun eine Repetition von letzter Woche, das waren ja Support Vector Machines. Wir haben gesagt, Support Vector Machine verwenden Features, das heißt, ich muss Feature berechnen aus dem Bild, zum Beispiel Sift Features. Kann sich das so vorstellen, dass solch ein Feature wie eine Art Fingerabdruck von diesem Bild darstellt und ich versuche dann in einem anderen Bild den gleichen Fingerabdruck wieder zu finden. Und wenn ich da einen ähnlichen Fingerabdruck habe, dann ist es wahrscheinlich auch die gleiche Klasse hier. Das wird alles zusammengesetzt als ein Feature-Vektor und dieser Feature-Vektor ist dann auch der Input für die Support-Vektormaschine. Das heißt, ich habe da einen höherdimensionalen Feature-Raum. Ich habe da meine Merkmale vom Trainingsset und wir haben gesehen, diese Support-Vector-Machines, die versuchen dann eine Hyperplane zwischen diese beiden Klassen zu legen, so dass der Abstand zwischen den Klassen möglichst groß wird. Und diejenigen Beispiele, die da das ausmachen, dass sie diese Distanz ausmachen, sind die sogenannten Support-Vektoren, die jeweils die nächsten Merkmale sind, die an dieser Hyperplane liegen. Okay, jetzt neu möchten wir nicht Support-Vektormaschinen verwenden und Features, sondern wir möchten neuronale Netzwerke verwenden. Was heißt das? Was macht dann solch ein neuronales Netzwerk aus? Ja, ein neuronales Netzwerk besteht aus Knoten, eben manchmal auch noch Neuronen, als Neuronen bezeichnet. Und solch ein Knoten oder Neuron hat der einen Seite Inputs, hier sind drei dargestellt, x1, x2, x3, und auf der anderen Seite einen Output als die Funktion, die dann vom Neuron berechnet wird. Zu diesen Inputs hat sie jeweils Parameter, W1, W2 und W3, die verwendet werden, um die Funktion zu berechnen. Und das sind auch diese Parameter, die dann angepasst werden, wo man dann herausfinden möchte, dass die Funktion das Richtige berechnet. Was sollte die Funktion berechnen? Als Input bekommt sie dann die tatsächlichen Pixel des Bildes und als Output soll sie dann irgendwie sagen, okay, das ist ein Vogel. Natürlich ist dann etwas komplizierter, sind ja tiefere neuronale Netzwerke und convolutional. Aber schauen wir uns nochmals zuerst
diese Funktion etwas genauer an. Neuronale Netzwerke verwenden relativ einfache Funktionen, nämlich lineare Funktionen meistens, um ihre Funktionen zu berechnen. Das heißt, Funktion hier im Innern ist nichts weiter als die Summe von den jeweiligen Gewichten multipliziert mit ihrem Input plus ein sogenannter Bias-Term, der ohne Input einfach dazu addiert wird. Das heißt, das hier ist eine lineare Funktion. Nun, nachher werden wir sehen, dass wir da diese Knoten noch weiter zusammenhängen. Und wenn da alle Knoten nur aus linearen Funktionen bestehen würden, dann, auch wenn ich sehr viele Funktionen habe, bleibt das Ganze immer noch eine lineare Funktion. Denn eine lineare Funktion einer linearen Funktion ist immer noch eine lineare Funktion. Wir möchten jedoch ein nichtlineares Element hineinbringen, damit ich auch besser beliebige Funktionen approximieren kann. Und diese nichtlineare Funktion, die da hineingebracht wird, ist eine sogenannte Aktivierungsfunktion, die jeweils auf das Resultat dieser linearen Funktion hier angewendet wird. Da gibt es verschiedene Aktivierungsfunktionen und früher war eigentlich die Idee, dass diese Aktivierungsfunktion eben so funktionieren soll wie ein Neuron und ein Neuron feiert einfach oder feuert er ein Signal ab, wenn irgendein Schwellwert überschritten wird oder nicht. Das heißt, es ist entweder 0 oder 1 und eine Funktion, die so ähnlich aussieht wie 0 oder 1, ist die Sigmoid-Funktion, die dann bei einem großen Wert eben 1 liefert, bei einem kleinen Wert 0 liefert und sonst dazwischen interpoliert. Das eignet sich gut für zum Beispiel Outputs, wo ich am Schluss ein 0 oder 1 haben möchte, aber man hat gemerkt, dass für die inneren Knoten das nicht so gut funktioniert. Wenn wir das nachher sehen, das hängt damit darum ab, dass die Funktion hier sehr nicht sehr stein ist, sehr flach ist und dann kann man nicht so gut die Funktion optimieren. Drum die bisher oder im Moment am häufigsten verwendete nichtlineare Aktivierungsfunktion ist die sogenannte ReLU-Funktion. Und zwar ist dies auch 0, wenn der Wert des Inputs unter 0 liegt und sonst ist es ein Wert vom Input. Das heißt, wenn ich da und der Input ist die Berechnung von diesem linearen Term. Das heißt, wenn der lineare Term mir zum Beispiel 0,5 liefert, ist der Output auch 0,5. Wenn der lineare Term mir aber minus 0,5 liefert, dann habe ich da 0 zurück. Okay, gibt auch noch andere Funktionen wie Soft Plus, das so ähnlich aussieht, aber da etwas besser abgeleitet werden kann. Also, nun haben wir aber gesagt, es sollen Deep Convolutional Neural Networks sein. Also muss ich das Ganze tiefer machen. Was heißt tiefer? Dass ich noch mehr Layers mit Neuronen hinzufüge. Diese Layers bestehen nun auch wieder aus Neuronen, haben Inputs und die Outputs von diesem Layer sind dann gleich entsprechend die Inputs vom nächsten Layer. Und so kann ich das Ganze tiefer und tiefer machen und erhalte dann ein tieferes Netzwerk und entsprechend auch ein Netzwerk, das, wie man sagt, mehr Kapazität hat. Es hat mehr Parameter, das heißt, mit jedem Layer kommen wieder die Parameter der Gewichte hinzu, die da die einzelnen Layers miteinander verbinden. Okay, so wird es tiefer und wenn ich das Ganze jetzt nun natürlich dann berechnen möchte, dann möchte ich ja am Schluss aus meinem Input hier den Output hier berechnen. Und zum Beispiel dieser Wert, sagen wir mal A12, wird als Input für verschiedene andere Werte berechnet. Das heißt, wenn ich das vom Schluss einfach rekursiv rechnen würde, dann würde ich das mehrmals auswerten. Das möchten wir nicht, sondern wir möchten da Rechenzeit sparen. Darum wird das Ganze von vorne nach hinten durchgerechnet und dann die Werte, die ich dann mehrmals brauche, werden entsprechend zwischengespeichert. Also zum Beispiel würde ich da zuerst diesen Knoten berechnen, nächsten Knoten auf dem ersten Layer.
Dann habe ich alle meine Resultate auf diesem Layer und kann dann anfangen, entsprechend den nächsten Layer zu berechnen, der als Input nun nur noch Werte vom letzten Layers hat und auch nicht mehr vom Input oder von früheren Layern. Und als nächstes kann ich dann den Output berechnen aus den Resultaten des letzten Layers hier. Okay. Gut, jetzt haben wir schon mal den Term Deep Neural Networks eigentlich angeschaut und der andere Term war ja noch Convolutional. Ja, was ist eine Convolution? Das ist eine Faltung, wie Sie das von Filtern gelernt haben bei Herrn Bürgler. Das heißt, wir bringen das Netzwerk eigentlich dazu, gewisse Falter- oder Filteroperationen zu machen. Wieso wollen wir das? Ja, einerseits, weil diese Filter dann Feature detektieren können. Und andererseits, weil wir sonst einfach im Netzwerk zu viele Parameter haben. Schauen wir uns mal das mit den Parametern an. Das heißt, wenn ich da fünf Inputs hätte und drei Knoten auf dem nächsten Layer hier, dann ist ja jeder Knoten hier mit jedem Knoten hier verbunden und jede Verbindung gibt ein Parameter mit einem Gewicht W. Zusätzlich hätte ich da auch noch die Bias-Parameter, die ich jetzt nicht dazu gerechnet habe. Gäbe insgesamt also schon 15 Parameter. Wenn es da von 1000 auf 1000 geht, ich habe ja als Input Pixel, dann sind das schnell mal sehr viele Parameter. Bei Convolutional Neural Networks sind nun nicht alle Knoten miteinander verbunden, sondern ein spezifischer Knoten, hier A11, ist nur mit wenigen Knoten auf dem Layer vorher verbunden. Und üblicherweise nehmen wir da Knoten, die an der gleichen Position sind, also zum Beispiel hier, okay, das war ein Pixel, das heißt, das ist der Filterwert vom gleichen Pixel hier und vielleicht noch der Wert von diesen zwei Nachbarpixeln. Nur diese drei Knoten fließen in die Berechnung von diesem Knoten hier hinein und haben entsprechend Gewichte auch wieder W1, W2 und W3. Wenn ich nun zum nächsten Knoten gehe, dann sind die Verbindungen wieder genau an der gleichen Stelle, aber natürlich jetzt einfach mit anderen Pixeln. Das heißt, jetzt bin ich da beim Pixel X3, ist wieder der direkt gleiche Pixel verbunden und wieder die entsprechenden Nachbarn, wie auch die Gewichte bleiben nun gleich. Einfach, dass die Funktion jetzt mit den Werten X2, X3 und X4 ausgewertet wird. Aber es ist die gleiche Funktion, weil es sich da entsprechend auch um die gleichen Parameter handelt. Und wenn ich zum nächsten Pixel gehe, dann entsprechend wieder das gleiche. Das heißt, wie viele Parameter habe ich? Ich habe nur drei Verbindungen und entsprechend nur drei Gewichtsparameter W1 bis 3 gegenüber den 15 Parameter, die ich da entsprechend vorher hatte. Okay, wie bringe ich nun das Netzwerk dazu, dass es dann tatsächlich das macht, was es sollte? Das heißt, ich möchte ihm ja beibringen, dass er Schluss berechnet, okay, mit diesen Input-Pixeln ist es eben ein entsprechender Vogel. Was kann ich verändern im Netzwerk? Ich kann die Parameter verändern, das heißt das W und das B, so dass das Netzwerk nachher das Richtige berechnet. Wenn ich das Netzwerk dann nachher mal trainiert habe, was mache ich dann? Dann füttere ich es wieder mit den Input-Daten von einem anderen Bild und möchte jetzt eben herausbekommen, was auf dem Bild zu sehen ist. Und da sollte mir die entsprechende Klasse liefern. Üblicherweise wird das so implementiert, dass ich dann am Schluss einen Vektor bekomme von der Länge der möglichen Klassen und in jedem Element habe ich dann die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um diese Klasse handelt. Also zum Beispiel Wahrscheinlichkeit für Vogel sei 0,6, Wahrscheinlichkeit für Katze 0,3 und so weiter so normiert, dass es sich auch um eine Wahrscheinlichkeit handelt, das heißt die Summe 1 ist. Das heißt, beim Pascal Challenge hätte ich einen Vektor von 20 Werten und beim ImageNet Challenge mit 1000 Klassen hätte ich einen Vektor von 1000 Werten mit der Wahrscheinlichkeit für jede Klasse.
Okay, also was haben wir alles in diesen Netzwerken? Was haben wir gesehen? Wir haben schon mal die Convolutional Layers gesehen mit den entsprechenden Gewichten und können wir uns so vorstellen, dass diese wie Filter auf dem Bild wirken, weil diese Gewichte sind genau wie die Gewichte einer Filterfunktion und sie laufen auch genau gleich über das Bild. Und diese werden normalerweise dann eigentlich Features auf dem Bild finden. Nun, irgendwie muss ich diese Information noch verdichten. Das heißt, was da oft noch zusätzlich verwendet wird, sind sogenannte Pooling Layers. Pooling Layers haben gar keine Parameter, sondern sie berechnen nur das Maximum oder den Mittelwert über eine bestimmte Umgebung. Zum Beispiel ein 2-2 Pooling Layer würde eine 2-2 Umgebung ersetzen mit einem eigenen einzelnen Wert, der das Maximum von dieser 2-2 Umgebung beinhaltet. Und entsprechend würde das Bild auch dann nur noch halb so groß. Und sonst haben wir noch die Dense Layers, die wir am Anfang hatten, wo wirklich alle Verbindungen zwischen den Neuronen da sind. Für dann unseren Task für Image-Klassifizierung findet man die Dense Layers dann am Schluss und die werden dann verwendet, um die tatsächlichen Klassen aus den Features wieder zu finden. Eine Frage bei zwei, aber auf welchem Slide habe ich jetzt gerade nicht gesehen, sonst dann nachher noch zurück. Ah. Also 2-2, nein, eine 2x2 Umgebung, das heißt, dass ich zum Beispiel 2x2 Pixel anschaue, also 4 Pixel, und dann von diesen 4 Pixel das Maximum wähle. Oder zum Beispiel eine 3x3 Umgebung. Wir hatten ja auch schon 3x3 Filter zum Beispiel, wo dann jeweils der Zentrumspixel und alle Nachbarn angeschaut werden. Und wenn man stattdessen jetzt ein 3x3 Pooling hätte, würde man den Zentrumspixel und die Nachbarn anschauen und dann einfach der Maximumwert von diesen 9 Pixeln nehmen. Okay, wie haben nun die Resultate ausgesehen über die Jahre von Support Vector Machine zu Convolutional Neural Networks? Eben bis 2011 waren Support Vector Maschinen am besten und mit 2012 hat dann erstmal ein neuronales Netzwerk gewonnen von diesem Challenge und seither sind die Resultate immer besser geworden. Im Moment die letzten Resultate sind, glaube ich, bei etwa 3,5% von der Fehlerrate auf diese Top 5. Das heißt, dass das Netzwerk 5 die 5 wahrscheinlichsten Klassen vorschlagen konnte und es musste nur die richtige Klasse dabei sein. Okay, als nächstes würden wir verschiedene spezielle Netzwerke anschauen, wie diese dann da aussehen. Ich würde vorschlagen, wir machen aber eine kurze Pause dazwischen von 10 Minuten und würden dann darauf gehen, wie solche Netzwerkarchitekturen nun aussehen und welche Netzwerke besonders gut funktioniert haben da bei dieser Klassifizierung. Okay, dann also kurzer Coffee Break und dann zurück in etwa 10 Minuten. Okay, also als nächstes möchten wir nun verschiedene Approaches ansehen für diese Convolutional Neural Networks und zwar auch mehr historisch. Das heißt, was wurde da im Laufe der Zeit ausprobiert und was hat sich da verändert?
Eigentlich gab es die Idee von diesen Convolutional Networks schon etwas länger, als dass sie wirklich mal den Durchbruch hatten in 2012. Und zwar wurde bereits in 1998 so etwas vorgeschlagen von Le Cun, also einer der Pioniere eigentlich in diesem Deep Learning-Umfeld. Und hatte ein Convolutional Neural Network vorgeschlagen mit zwei Layers, also zwei von diesen Convolution Layers und zwei Pooling Layers. Und ist darauf angewandt, um so handschriftliche Zahlen erkennen zu können. Den Datensatz gibt es auch heute noch, das ist der MNIST und heute ist das so etwa das Hello World in Image Classification, dass man meistens dann mit diesem Datensatz zum Beispiel beginnt. War dann nicht ganz so erfolgreich, vielleicht eben auch, weil er nur zwei Layers verwenden konnte. Und was sich natürlich getan hat in der Zwischenzeit, ist, dass die Computer und speziell auch die Grafikkarten immer stärker geworden waren. Und Grafikkarten eignen sich sehr gut, solche Filteroperationen auszurechnen. Das heißt, man konnte dann viel später, in 2012, eben viel effizienter rechnen und dazu mal dann eben auch viel tiefere Netzwerke bauen. Das heißt, AlexNet ist dann diese Architektur von 2012, die dann erstmal diesen ImageNet Challenge gewonnen hat. Dort wurden auch wieder Convolution Layers verwendet, fünf davon, Max Pool Layers, am Schluss dann drei Dense oder Fully Connected Layers für die Klassifizierung und als erstes Mal eben auch diese ReLU-Reaktivierungsfunktion. Insgesamt 60 Millionen Parameter im Netzwerk, sehr viel, ging dann doch nicht auf eine GPU und musste dann auch verteilt werden über mehrere GPUs zum Trainieren, was es doch nicht ganz so einfach machte. Hier ein paar Resultate von AlexNet auf dem ImageNet-Datensatz. Das heißt, erstmals ein Bild und die korrekte Klassifizierung des Bildes und unten dann die fünf Werte, die fünf Klassen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, die AlexNet hier angegeben hat. Hier oben richtige Klassifizierungen. Hier unten dann falsche Klassifizierung, wo es zum Teil an zweiter Stelle stand. Da vielleicht für die Pilze oder dann die richtige Klasse gar nicht erkannt wurde. Ich denke, das hier ist etwas schwierig. Er wurde zwar klar ein Dalmatiner erkannt, aber die richtige Klasse war Kirschen, weil der größere Teil des Bildes da aus Kirschen bestanden sind. Auch Kirschen hat er nicht gefunden, sondern da halt Trauben und andere Beeren. Hier noch ein Problem bei diesen Convolutional Neural Networks ist häufig, dass man nicht herausfindet und nicht direkt sehen kann, was das Netzwerk dann macht. Es gibt zwar das richtige Resultat, aber wieso? Und man hat in den nächsten Jahren versucht, mehr Visualisierungsmethoden zu machen. Hier eine Visualisierungsmethode, die basiert auf dem Resultat der Convolutional Layers. Man sagt, dass die Convolutional Layers dann eigentlich ein Feature berechnen und das Feature nachher klassifiziert wird. Wenn ich also die letzten paar Layers weglasse, dann habe ich nur das Feature. Und was Sie hier gemacht haben, ist, Sie haben da ein Bild genommen, das Feature berechnet und dann im Trainingsset geschaut, welche anderen Bilder haben die ähnlichsten, sind am nächsten dann bei diesem Feature-Vektor. Und das sieht dann doch relativ gut aus, dass da ähnliche Bilder wie das Zielbild auch ähnliche Feature-Vektoren hier aufweisen. Man kann auch versuchen, die zumindest ersten paar Layers des Netzwerkes zu visualisieren, anhand der Gewichte, die dort vorkommen und anhand von den Input-Daten, die größten Gewichte und die den größten Output dann für die Filter liefern. Und hier sieht man zum Beispiel, dass die Filter auf Layer 2, die da gelernt werden, zum Teil Filter sind da, die wie gewisse Low-Level-Features erkennen. Das heißt, das da kann sowas wie ein Filter sein, der Linien detektiert, oder das kann so ein Filter sein, der da verschiedene Kanten detektiert. Und zum Beispiel auf dem nächsten Layer werden diese dann zusammengesetzt, um etwas kompliziertere Features zu erkennen, zum Beispiel hier
gewisse Muster, die dann bereits dort erkannt werden. Mit Hilfe von dieser Visualisierung haben dann das nächste Team ein Challenge gewonnen im nächsten Jahr, um dann noch ein etwas besseres Netzwerk zu machen. Und im Jahr darauf kam dann Google mit einem Vorschlag eines Netzwerkes und Google hat gefunden, ja, wir müssen tiefer gehen, we need to go deeper. Und der Spruch ist natürlich aus dem Film Inception und darum ist Google Le Net, also ihr Netzwerk, auch besser was bekannt als das Inception-Netzwerk. Aber das erste, das sie dort vorgestellt haben, ist dann Inception Version 3, das auch noch heute häufiger verwendet wird als Feature Detektor. Was haben sie gemacht? Also sie wollten ein tieferes Netzwerk machen und auch ein breiteres Netzwerk. Und sie haben dazu eine neue Architektur aufgestellt. Und zwar nicht nur einfach Convolutional Layers hintereinander zu hängen, sondern mehrere Convolutions parallel durchzuführen und dann die Resultate wieder zusammenzuhängen. Das heißt, sie haben solche Blöcke gemacht, das ist dann ein sogenannter Inception-Block, der dann aus 3x3 Convolutions oder 5x5 Convolution besteht oder aus einem Max-Pooling-Layer. Trotzdem, dass Convolutions eigentlich die Parameter reduzieren, gibt es immer noch relativ viele Parameter, wenn da viele Kanäle vorhanden sind. Also Kanäle heißt, wir fangen mit drei Kanälen an für Rot, Grün, Blau beim Input-Bild. Auf dem nächsten Layer werden wir üblicherweise mehrere Kanäle berechnen als diese drei bis zu 100, 200, 300. Und wenn wir dann von 300 auf 300 Kanäle gehen mit 3x3 Convolution, gibt es doch wieder sehr viele Parameter. Was man dann machen kann, ist, und was Sie da vorgeschlagen haben, sind sogenannte 1x1 Convolutions zu machen, die die Anzahl Kanäle reduzieren und dann erst die Convolution da anzuhängen. Ihr ganzes Netzwerk hat dann solche Inception-Blöcke hintereinander, insgesamt dann etwa 20, mehr als 20 Layers tief. Und wenn man dann die einzelnen Blöcke anschaut, besteht dann das ganze Netzwerk aus mehr als 100 verschiedenen Blöcken hier. Man konnte dann dazu mal auch nicht von Anfang an end-to-end trainiert werden, sondern sie haben es immer bis zu einer gewissen Tiefe trainiert, dann ein paar Layers angehängt, nochmals trainiert und noch mehr Layers angehängt und dann nochmals trainiert, bis sie das ganze Netzwerk dann hatten. Im Jahr darauf gab es noch eine etwas neue Architektur von Zisserman vom Lab in Oxford. Sie haben dann versucht herauszufinden, wie viel Tiefe brauchen wir überhaupt mit dem Netzwerk und dann auch eine Architektur mit verschiedenen Tiefen angeschaut und evaluiert. Sogenannte VGGNet besteht dann nur noch aus 3x3 Convolutions. Das macht es da etwas einfacher. Das heißt, man hat die größeren Convolutions, die es am Anfang gab, 5x5 oder 7x7, dann ersetzt einfach durch mehrere Layers von 3x3 Convolutions. Sie haben dann Netzwerke von, denke ich, so 15 bis etwa 30 Layers angeschaut und da miteinander verglichen. Was man aber noch dann gemerkt hat, ist, dass es nicht ganz so einfach war, eben die Netzwerke zu trainieren, wenn sie immer tiefer werden. Und eigentlich wäre ja die Idee gewesen, okay, ein tieferes Netzwerk hat ja mehr Parameter, also es könnte ja nicht schlechter sein als ein weniger tiefes Netzwerk. Das war aber nicht der Fall. Und wieso? Weil, wenn ich ein neuer Layer hinzufüge, neuen Knoten, dann müsste er einfach lernen, eigentlich nichts zu machen. Nichts zu machen heißt einfach ein Filter, der nichts macht. Das wäre eine Identitätsabbildung. Aber das haben sie nicht so einfach gelernt. Und die Idee war dann, sogenannte Residual Connections durchzuführen, wo ich den Input zu einer Anzahl Layers dann noch wie mit einem Shortcut direkt wieder beim Output hier dazu addiere. Und was ist die Idee dahinter? Wenn diese Layers hier nun gar nichts machen, wenn sie einfach 0 berechnen, dann habe ich hier immerhin noch das gleiche x, als ich vorhin mache, als ich vorhin hatte. Und das stellte sich dann heraus, das war einfacher zu lernen, dass diese
eine Abbildung machen, die den Wert auf Null setzen, als dass sie eine Abbildung machen, die der Identität entspricht. Und das heißt, häufig immer noch verbreitet, sogenannte ResNet-Architektur, wo dann jeweils zwischen je zwei Convolutional Layers so eine Residual Connection, also ein Shortcut dahinter ist. Es macht es auch einfacher, um das Netzwerk zu trainieren, weil es schneller konvergiert. Nun schauen wir uns nochmals die Resultate an. Vorhin haben wir sie schon gesehen, bis 2017 da noch ein paar weitere Resultate und nun wirklich die Resultate von den verschiedenen Netzwerken. Das heißt, das erste war eben das AlexNet, das zweite war dann mit den Visualisierungen die Verbesserung und dann Inception, GoogleNet und ResNet. Und seitdem sind die Entwicklungen noch etwas weitergegangen, vor allem mit den Architekturen von Inception und ResNet. Zum Beispiel GoogleNet Version 4 ist dann eine Kombination von beiden hier. Gut, dann noch ein paar Resultate. Nun nicht für den Task von nur Klassifizierung, sondern Klassifizierung und Detektion. Und jeweils angegeben sind die Wahrscheinlichkeiten, wo das Objekt erkannt wurde. Und ich denke, es ist schon ziemlich erstaunlich, wie gut die Resultate sind. Das heißt, jeder Hund erkannt auch hinter dem Ball. Das Baby da ist wahrscheinlich da etwas sehr verschoben erkannt worden. Aber im Allgemeinen funktionieren diese Verfahren da recht gut. Also selbst hier eine Person, wenn nur der Finger da zu sehen ist. Gut, nun Ihre Aufgabe dann, die Übungsaufgabe für dieses Mal wird sein, solch ein Netzwerk zu trainieren. Und dazu möchte ich Ihnen dann schon mal ein Beispiel eines einfachen Netzwerks da geben und wie wir das trainieren können. Wir verwenden als Bibliothek dazu Keras. Keras ist eine Bibliothek, die es erlaubt, relativ einfach solche Netzwerkarchitekturen zu machen. Hat ein unabhängiges Interface. Es gibt Implementierungen in TensorFlow oder in Torch, glaube ich. Wir werden hier diejenige in TensorFlow zu verwenden. Und seit der letzten Version von TensorFlow ist Keras eigentlich das übrig gebliebene High-Level-Interface zu TensorFlow. TensorFlow selber bietet auch die Möglichkeit, auf tieferem Level noch detailliertere, kompliziertere Architekturen zu machen. Ist von Google und ist eines der Framework, die da Deep Learning machen. Also, das heißt, wir müssen uns mal anschauen, auch wie wir den Output da generieren können und wie wir da die richtigen Parameter finden werden. Moment, ich schalte da noch auf das. Eine andere Größe um. Einen Moment. Okay, jetzt sollten wir es da etwas größer haben. Einfach noch, PyTorch ist auch High Level. Ich denke, PyTorch, also Torch sonst ist eher vergleichbar zu TensorFlow. Ich habe jedoch die Entwicklung weniger verfolgt, von dem weiß ich nicht, was da als Neues vielleicht High Level dazu gekommen ist. Sonst wäre Torch und TensorFlow sind vergleichbare Netzwerke, die so am Anfang mit Low Level oder Medium Level Interfaces begonnen haben. Ja. Okay, was ist die Idee? Wir haben ja das letzte Mal, hatten Sie schon diese Aufgabe gehabt, Bilder zu klassifizieren auf diesem Cypher-Datensatz und damit wollen wir nun auch heute da weiterfahren. Und nun ein Beispiel ansehen, wie wir das mit einem neuronalen Netzwerk da machen können. Das heißt, hier werden jetzt entsprechende Bibliotheken importiert, habe ich schon vorbereitet. Ich weiß nicht, ob jemand Probleme hatte mit dem Herunterladen
des Cypher-Datensatz. Falls das nicht geht, ist hier noch eine Alternativimplementation, die nicht HTTPS benutzt, die auf jeden Fall auch gehen sollte. Sonst ist es aber genauso wie es das letzte Mal, würden wir da wieder die Daten laden, besteht aus 50.000 Bildern von 32 mal 32 Pixel und die Bilder sehen da noch immer gleich aus. Okay, jetzt erste Frage ist mal, ich muss nachher trainieren. Wie sieht nun die Output-Funktion aus vom Netzwerk oder wie muss der Label aussehen, damit ich das Netzwerk dann trainieren kann? Ja, eigentlich habe ich ja in meinem Label der Wert, der der Klasse entspricht, das heißt eine Zahl zwischen 0 und 9. Das eignet sich dann aber nicht zum Trainieren vom Netzwerk mit der Loss-Funktion, uns dann nachher noch anschauen, sondern was wir da üblicherweise verwenden, ist ein sogenanntes One-Hot oder Categorical Encoding. Und die Idee ist, dass wenn ich einen Wert habe, zum Beispiel von 6, wieder bei meinem ersten Element, dann nehme ich stattdessen einen Vektor mit der Anzahl Klassen, hier 10, und schreibe bei der richtigen Klasse eine 1 und bei den anderen Klassen eine 0. Das nennt sich One-Hot Encoded, weil der einzige richtige auf den Wert 1 gesetzt ist. Und das ist dann ein besseres Format, um nachher das Resultat des Netzwerkes mit dem Label vergleichen zu können. Dann üblicherweise bei eigentlich fast allen Machine Learning-Verfahren möchte ich den Input auch normalisieren, meistens zwischen 0 oder 1 oder meistens noch besser zwischen minus 1 und plus 1. Also das habe ich hier gemacht, dass ich da die Trainingsbilder und Testbilder entsprechend normalisiert habe. Nun sind wir soweit, dass wir da ein Netzwerk bauen können mit Keras. Das heißt, ich habe da gerade schon den Import von Keras hier gemacht. Kann ich Keras direkt verwenden? Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, ein Netzwerk zu bauen. Die einfachste Möglichkeit ist ein sogenanntes Sequential-Netzwerk, wo jeder Layer nach dem anderen berechnet wird, wie wir das eigentlich gesehen haben. Solch ein Model bekomme ich mit Model gleich Keras Sequential und diesem Model kann ich dann Layers hinzufügen. Bei Keras muss ich jeweils die Größe des Inputs angeben. Ich habe das hier nun explizit gemacht als erster Layer Spezifikation. Der Input in unserem Fall ist dann eine 32 mal 32 Pixel Bild mit drei Kanälen. Und nun kann ich da irgendeine Architektur machen. Nehmen wir mal ein paar Convolutional Neural Networks und ein paar Pooling Layers. Also ein Convolutional Layer kann ich hinzufügen mit dann Model Add, was ein Layer, Keras Layers Conf 2D mit 32 Kanälen. Das heißt, da habe ich drei Kanäle Input. Dann gehe ich auf 32 Kanäle für jeden Knoten. Filtergröße ist 3, 3 mal 3. Wenn ich symmetrische Filter haben möchte, muss ich nur eine Zahl angeben, sonst könnte ich auch einen 5 mal 7 Filter angeben, indem ich da das in Klammern schreibe. Padding gleich valid, Activation gleich redo. Padding gleich valid heißt, er wird nur Resultate berechnen, wo der Filter ganz im Bild liegt. Das ist für uns soweit okay. Das Bild wird zwar immer kleiner, aber das passt dann gut mit der Klassifizierung. Und Aktivierungsfunktion ReLU haben wir gesehen. Okay, so habe ich schon einen Layer definiert. Noch einen Layer dazu, zwei Convolution Layer, dann zum Beispiel einen Pooling Layer. Von einer Umgebung, eine 2x2 Umgebung wird jeweils das Maximum berechnet. Machen wir nochmals einen Convolutional Layer und nochmals einen Pooling Layer. Dieser Teil des Netzwerks wäre nun der Convolutional Teil, der eigentlich Features lernen sollte mit diesen Filter Layers und Pooling Layers hier. Und nun möchte ich das Ganze noch klassifizieren und dazu verwenden wir üblicherweise Fully Connected oder Dense Layers.
Also muss ich da, in meinem Fall, da füge ich da zwei Dense Layers hinzu. Damit das geht von den Convolutional Layers, muss ich zuerst auf meinem immer noch zweidimensionalen Resultat ein 1D Resultat machen. Das ist vergleichbar mit einem Feature Vektor, so dass ich als Input nun an dieser Stelle nur noch einen Feature Vektor habe und nun diesen Feature Vektor mit zwei Dense Layers klassifizieren möchte. Da einmal noch mit 128 Kanälen und dann der letzte Layer, der geht immer auf die Anzahl Klassen, die ich am Schluss haben möchte. Hier möchte ich 10 Klassen haben, also geht das auf 10 und die Aktivierungsfunktion im letzten Layer ist immer Softmax. Wir werden nachher noch sehen, wieso. Das berechnet mir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die 10 Klassen. Dann muss ich ihm sagen, wie er das Ganze optimieren soll. Dazu kann ich eine Loss-Funktion angeben. Die ist für kategorische Probleme immer Categorical Cross Entropy. Und dann kann ich den Optimizer angeben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Standard Optimizer ist Stochastic Gradient Descent. Das ist nicht der schnellste, aber ist der basicste. Also ist mal gut zum Anfangen. Und ich kann ihm noch sagen, er soll die Accuracy berechnen, währenddem, dass er da rechnet. Okay, das heißt, wenn ich das nun ausführe, dann macht er mir das entsprechende Modell. Das war die Funktion. Jetzt hat er mir das Modell gemacht. Ich kann ihm auch sagen, er soll ein Summary anzeigen. Dann gibt er nochmals die Layers vor, wie viele Parameter in den Layers sind und wie viele Parameter, dass ich dann insgesamt trainieren möchte. Sehen, die meisten Parameter sind dann eigentlich in den Dense Layers hier für die Klassifizierung. Okay, wie trainiere ich das Ganze? Indem ich die Funktion fit aufrufe. Und zwar mit meinen Trainingsdaten und Trainingslabels. Und ich kann auch noch ein Validation-Dataset angeben, damit ich auf einem nicht trainierten Datensatz nicht im gleichen Datensatz auswerte, wie gut die Resultate dort sind. Dann muss ich noch angeben, wie viel das er trainieren soll. Gebe ich über Epochen an. Eine Epoche ist einmal durch den ganzen Datensatz. Und mit Batch Size kann ich noch angeben, wie viele Werte das er aufs Mal verrechnen soll in einem Schritt. Okay, starten wir das mal hier. Und das wird nun eine Weile laufen. Wir sehen, wir haben da insgesamt 50.000 Werte, die ich da verwende in meinem Trainingsdatensatz. Und die erste Epoche ist es einmal durch diese 50.000 Werte hindurch zu. Aber eine Frage mit Regularisierung, da kommen wir noch am Schluss. Das kann man dann verwenden, dass da vielleicht bessere Resultate entstehen. Aber ich denke, es geht mal darum, überhaupt etwas zu trainieren und zu sehen, wie das dann aussieht. Und am Schluss kann man sich ja auch noch die Regularisierung dann nehmen. Klar, okay. Das heißt, während, jetzt ist eine Epoche hindurch, ich sehe da eine Accuracy von 0,2, eine Validation Accuracy, die sogar höher ist. Das ergibt sich so, weil die andere immer aufaddiert wird und die wird erst am Schluss mit dem besten Resultat berechnet. Und nun geht es in die nächste Epoche und wird entsprechend noch besser. Was ich zurückbekomme von meiner Model Fit Funktion ist ein History Objekt und das History Objekt hat ein Property, auch wieder History, und das ist ein Dictionary mit Werten, die ich anschauen möchte, zum Beispiel der Loss, der Validation Loss und vielleicht auch die Accuracy. Schauen wir uns das mal an. Okay, sieht, unser Loss geht nach unten und Validation Loss geht auch nach unten und Accuracy geht entsprechend nach oben. Sieht es so aus, als sei das Training schon fertig? Nein, da könnte ich wahrscheinlich noch einiges mehr trainieren und das sollte dann auch noch besser werden. Das sollten Sie dann aber ausprobieren in der Übung. Das heißt, erstens mal dann länger trainieren,
von diesem Modell hier und nachher können Sie auch mit dem Modell herumspielen und da ein anderes Modell nehmen. Das heißt eben mehr Episoden und vielleicht mehr Layers hinzufügen und dann Schluss noch vielleicht hinzufügen, das mit den Regularisierungsparametern und Dropouts, das werden wir gerade noch in der Vorlesung sehen. Convolutional Neural Networks sind relativ intensiv zum Berechnen. Das heißt, die funktionieren besser auf GPUs. Und eine Möglichkeit, eine GPU billig zu gebrauchen, ist das Colab Environment von Google. Wenn Sie auf diesen Link gehen, dann kommen Sie an ein Jupyter Notebook und Sie können einfach dieses Jupyter Notebook dort hinaufladen und können dann in einem Es gibt dann in dem Environment eine Möglichkeit, eine Runtime einzuwählen. Dort kann man dann eine GPU auswählen. Problem ist, Sie können da nicht unendlich lang trainieren auf dem Google-Netzwerk, dann beschränkt für ein paar Stunden. Das heißt, für größere Applikationen geht das nicht. Wenn ich jeweils herumspiele mit den Netzwerken, dann erinnere ich mich nicht immer davon, was das Beste war. Darum mache ich üblicherweise einfach ein zweites Modell, wenn ich da irgendwelche Änderungen habe. Und dann kann man nachher die verschiedenen Modelle miteinander vergleichen. Okay, das war mal so ein erster Einblick gewesen in Keras. Das heißt, ich denke, es ist eigentlich relativ einfach, solch ein Netzwerk zu bauen und zu trainieren zu lassen in dieser Umgebung. Gut, ein paar Sachen, die wir schon vielleicht schon gesehen haben. Für das Lernen nehme ich eine gewisse Batchgröße, das heißt in diesem Fall, wie viele Bilder werden aufs Mal angeschaut. Wieso nehme ich nicht nur ein Bild? Würde ja vielleicht besser gehen. Könnte sein, ist aber nicht so effizient. Das heißt, mit größeren Batches habe ich da mehr Daten zusammen und diese Daten können dann meistens parallel auf der GPU berechnet werden und das Ganze geht dann schneller. Eine Epoche ist einmal durch das Trainingsdatensatz hindurchzulaufen und üblicherweise trainiert man doch für einige Epochen. Das heißt, ich würde dann mal vielleicht 10, 20 oder sogar 50 Epochen ausprobieren und sehen, wann es dann nicht mehr besser geht. Keras ist relativ einfach zum Gebrauchen, auch relativ mächtig. Zum Teil hat es nicht so viel Kontrolle, vor allem bei größeren Datensätzen, wobei das lässt sich heutzutage gut ergänzen mit den Datensätzen, die dann zum Beispiel vom Filesystem gelesen werden. Das heißt, wenn Sie irgendwie mal das Problem haben, etwas mit Deep Learning lernen zu wollen, dann würde ich Ihnen da Keras empfehlen als Framework. Gut, was wir noch gesehen haben, sind diese Loss-Funktionen, die ich da einfach verwendet habe. Ja, wieso brauchen wir überhaupt diese Loss-Funktion? Es ist dann diese Funktion, die dann eben minimiert wird und die versucht, das Netzwerk dorthin zu bringen, dass es dann das Richtige berechnet. Das heißt, was können wir da benutzen als Loss-Funktion? Was macht eine gute Loss-Funktion aus? Und da, ich denke, im Detail können wir nicht zu viel darauf eingehen, aber ich möchte da kurz etwas ansprechen, was da die Problemstellung dahinter ist und wie man auf diese Loss-Funktionen kommt. Was wir uns so vorstellen, wenn ich da so ein Netzwerk trainiere, ist, dass ich ja eigentlich irgendeine Funktion habe, die mir meine Daten generiert habe und ich möchte jetzt diese Funktion herausfinden, dann kann ich ihm da irgendein neues Bild geben. Das X-Input ist das Bild und das sagt mir dann die Funktion, was für ein Bild das es ist. Die Funktion habe ich aber nicht gegeben, sondern ich habe nur irgendwelche Trainingsbeispiele aus dieser Funktion. Das heißt, ich habe nur die blauen Werte hier. Mein Modell wird jetzt irgendetwas berechnen aufgrund der blauen Werte. Und wie kann ich dann herausfinden, wie gut das es ist? Ja, ich vergleiche jetzt meine erwarteten Werte. Die blauen, also die Labels, die erwarteten Werten, mit denjenigen Werten, die da, die das Modell berechnet hat. Und ich möchte natürlich diese Fehler da möglichst
gering halten. Nun, Fehler gering halten heißt, man könnte zum Beispiel Minimum Square Error verwenden als Lossfunktion. Das wäre eine Möglichkeit, dass diese Fehler bindet. Meistens und optimaler wird eine andere Betrachtung, eine etwas kompliziertere Betrachtung gemacht über die Likelihood. Und zwar die Likelihood ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die blauen Daten bekommen habe, also die richtigen Daten aus meiner grünen Kurve. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit größer ist von meinem Modell, dann habe ich ein besseres Modell. Und das heißt, ich benutze eine Lossfunktion, das mir diese Likelihood eigentlich maximiert. Das kann man nun ausrechnen. Ich denke, das lassen wir dafür die Details. Was dann herauskommt, ist das für diese kategorischen Probleme, das heißt die Entscheidung, ob es sich um die eine oder die andere Klasse hat, dass da die Cross-Entropie diejenige Funktion ist, die da die beste Likelihood hier erreicht. Und darum sollte man nicht meistens immer diese Cross-Entropie-Funktion verwenden. Für mehrere Klassen, das haben wir bereits gesehen, dieses One-Hot-Encoding, das heißt für die verschiedenen Klassen, wenn ich da vier Klassen habe, dann trainiere ich nicht direkt mit dem Wert der Klasse 3, sondern mit einem One-Hot-Encoded-Wert, der einfach eine 1 an der dritten Stelle hat. Wieso? Weil das Netzwerk auf dem letzten Layer diese Softmax-Funktion verwendet. Die ist so definiert und Output von dieser Softmax-Funktion ist, dass ein Vektor entsteht für mit gleich vielen Elementen wie Klassen und dass der Vektor dann die Wahrscheinlichkeit für die Klasse enthält. Das heißt, bei drei Klassen erkenne ich da mit dieser Softmax-Funktion dann vielleicht Werte 0,1, 0,5, 0,2, 0,2 und vergleiche dann das direkt mit diesem One-Hot-Encoded-Vektor mit der Cross-Entropie und das ergibt mir da entsprechend dann die Loss-Funktion. Okay, nun haben wir die Loss-Funktion, jetzt müssen wir sie noch minimieren. Ja, wie minimiere ich dann überhaupt eine Funktion? Noch eine Frage, Zwischenzeit zu 52. Ja, diese Funktion da ist für binäre Probleme. Diese Funktion für binäre Probleme, aber da kann ich auch über die Anzahl Klassen hier gehen. Das heißt, diese Funktion, die ist für mehrere Klassen. Minimiere ich eine Funktion? Ja, analytisch würde man ableiten und Nullstellen suchen. Das geht allerdings nicht so gut. Das heißt, was man sonst noch machen kann, wenn die Funktion beliebig ist, weil wir haben sie ja nicht wirklich, sodass ich sie ableiten kann, ist sogenannter Gradient Descent. Das heißt, ich gehe in die Richtung, wo die Funktion kleiner wird und optimiere jeweils einen Schritt um den anderen Schritt, sodass sie immer kleiner wird, Gradient berechnen, kleiner wird, Gradient berechnen. Das ist natürlich einfacher, wenn es ganz klar keine lokalen Minima hat, sondern nur ein globales Minimum, sodass ich von überall her zu diesem Minima finden kann. Das heißt, wir brauchen den Gradienten und nun habe ich aber mit diesem neuronalen Netzwerk ja eine ganze Reihe von Operationen. Dann ist die Frage, wie finde ich dann den Gradient von solch einer verschachtelten Funktion? Und da erinnern sich dann Sie sich vielleicht von der Analysis her an die Kettenregel. Das ist einfach die äußere Ableitung dann mal die inneren Ableitungen. Das heißt, ich kann da von einer Funktion zur nächsten dann mit Multiplikation und Ableitung entsprechend den Gradienten berechnen. Das ergibt mir dann für das neuronale Netzwerk einen Schritt während der Optimierung, sogenannte Backpropagation, wo dann dieser Gradient berechnet wird, zurück durch das Netzwerk.
Und in jedem Layer wird der Gradient verwendet, um die Parameter des Layers zu optimieren, dass sie dann näher beim Minimum liegen. Das heißt, insgesamt sieht dann die Berechnung so aus, dass wir da zuerst durch das Netzwerk hindurchgehen, nennt sich auch Activation Computation, wo ich dann das Resultat des Netzwerks berechne auf dem letzten Layer. Dann kann ich meine Loss-Funktion berechnen und mit Hilfe der Loss-Funktion kann ich dann den Gradient berechnen und mit Backpropagation kann ich den Gradient von einem Layer zum nächsten berechnen und dann kann ich den Gradienten anwenden, sodass ich einen Schritt in Richtung des Gradienten gehe und dann näher beim Minimum bin. Okay, das heißt, das läuft iterativ und darum muss man auch diese Epochen mehrmals anwenden, um dann eine optimale Lösung zu finden. Das ist genau das Beispiel, das wir uns dann anschauen möchten, wieder nochmals für das Sci-Fi. Das heißt, Sie können auch vergleichen, was haben Sie bekommen mit der Support-Vektormaschine und was haben wir bekommen mit den Convolutional Neural Networks. Wo gibt es da die besseren Resultate und wie aufwendig waren sie da zum Berechnen? Okay, ein letzter Punkt vielleicht noch ist, wenn Sie das Netzwerk zu tief machen oder zu viele Parameter machen, dann werden Sie sehen, dass Sie vom Resultat auf den Trainingsdaten, die werden dann viel besser sein als die Resultate auf den Validierungsdaten. Und was man dagegen machen kann, ist sogenannte Regularisierung. Wenn wir das nur ganz, ganz kurz anschauen, dass Sie das vielleicht mal ausprobieren möchten. Was meint man mit Regularisierung? Mit Regularisierung baut man noch einen zusätzlichen Term zur Loss-Funktion auf, der von den Gewichten abhängig ist. Das heißt, die regularisierte Loss-Funktion J Tilde hier wird dargestellt als die ursprüngliche Loss-Funktion mal irgendeinen Regularisierungsterm. Und man kann sich das so vorstellen, dass das Minimum der ursprünglichen Loss-Funktion ist hier irgendwo. Das Minimum der Loss-Funktion, die die Gewichte beeinflusst, ist bei 0. Diese Loss-Funktion möchte die Gewichte möglichst bei 0 halten. Und irgendwo dazwischen gibt es ein Gleichgewicht über möglichst kleine Gewichte und doch möglichst nahe am richtigen Resultat. Andere Methoden der Regularisierung, eine andere Methode der Regularisierung ist der Dropout, noch eine interessante Methode. Die Idee hier ist, dass ich einfach bestimmte Knoten entferne in meinem Netzwerk. Und was heißt das? Das Netzwerk muss dann versuchen, ohne diesen Knoten auszukommen. Und das nächste Mal ist vielleicht ein anderer Knoten nicht da. Das heißt, es lernt dann irgendwie, wie Alternativverbindungen zu finden, die das gleiche Resultat berechnen, das mit einem Knoten berechnet wird. Man kann sich das auch wie so vorstellen, dass ich da, anstatt dass ich dieses Netzwerk habe und ich habe Dropout, das heißt, irgendwelche Verbindungen sind nicht da, dass ich dann abwechslungsweise immer eines von diesen Netzwerken tatsächlich zur Verfügung habe, auf dem dann trainiert wird. War eine Frage, ob man die Kapazität des Netzwerks auch verkleinern kann. Das kann man auch, aber meistens ist es dann so, dass man doch wie mehr Parameter braucht, aber man kann sie dann nicht genügend sind dann sonst nicht genügend flexibel, um der richtigen Funktion da nachzukommen. Das heißt, es ist wahrscheinlich besser, etwas mehr Parameter zu finden und Regularisierung, anstatt nur weniger Parameter. Aber es kommt immer etwas darauf an, wie dann genau der Task aussieht. Aber im Allgemeinen eben größer und etwas Regularisierung, aber nicht zu groß, sonst gibt es dann zu viele Parameter und dann muss man zu viel Regularisierung da einbauen. Gut, ich denke, das war ein kleiner Ausblick mal auf diese Convolutional Neural Networks. Was haben wir gesehen? Die Convolutional Neural Networks sind jetzt eigentlich besser als die herkömmlichen Approaches mit
Features, die ich von Hand berechnet habe und entsprechend Classifiern. Bester Classifier war üblicherweise Support Vector Machine. Und sie haben natürlich den Vorteil, dass wir die Features nicht von Hand berechnen müssen, sondern das Netzwerk lernt sie selber. Und das ist dann halt häufig einfacher, weil wir sonst vielleicht eine große Anzahl von verschiedenen Features ausprobieren müssen, um herauszufinden, was da gut funktioniert. Ein Convolutional Neural Network besteht aus diesen verschiedenen Layer-Typen, Convolutional, Pooling und Dense Layers. Wir füttern eben direkt das Input-Bild und das Netzwerk lernt dann aus den früheren Layers diese Features zu finden und auf den anderen Layers dann, auf den letzten Layers dann die Klassifizierung durchzuführen. Okay, Fragen? Was noch?